Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map und zwar heißt diese Map The Wooden Puzzles. Das heißt, heute besteht diese Map zum Großteil aus Holz und ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal gleich diese Map hier und wir kommen zum Puzzle 1. Es gibt insgesamt, glaube ich, 20 Level, die Lonely Planks heißt dieses Level jetzt hier. Und auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von solchen Maps sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt gibt es hier immer einen Hinweis, wir können hier zurück zur Lobby. Das Level resetten wollen wir natürlich mal nicht machen. Und ich habe jetzt ein einziges Holz hier am Start. Und ich glaube mal, hier geht's ins nächste Level. Und ich weiß jetzt auch, was ich machen muss, Leute. So, hier einen Knopf und dann hier auf die Druckplatte. Genau, dann bin ich im zweiten Level. Und anscheinend muss ich jetzt gleich hier hochklettern. Was haben wir diesmal in der Kiste? Fichtenholz. Und ich glaube mal, aus dem Fichtenholz, das geht auch noch relativ einfach am Anfang, muss ich 4 Blöcke machen. Und ich bin auch im Game Mode 0, kein Game Mode 2 oder so. Und ich kann hier einfach hochklettern. Und jetzt bin ich schon im Puzzle 3, The Four Doors. Ich habe, okay, 4 Türen. Achso, da vorne sind 4 Türen. Hier habe ich ein so Holz wieder am Start. Das Level kann ich resetten. Hier kann ich zur Lobby und einen Hinweis. Ich versuche natürlich mal so möglichst wenige Hinweise zu benutzen wie nur möglich. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Also ich schaue jetzt erstmal, es gibt hier wirklich nichts anderes. Ich kann hier das auch abbauen, aber ich glaube mal, das ist nicht richtig. Ich kann ja mal, genau, einfach hier einen Knopf draus machen. Dann hier durch die Tür durch. Und ich glaube mal, ich muss noch drei andere Knöpfe machen, um da weiterzukommen. Und das war dann, ja, wirklich auch noch richtig easy. Puzzle 4, blocked. Und was hat das jetzt zu bedeuten? Wir haben, you can destroy and place me, ein Gravel, Akazienholzbretter und ein Eisenerz. Und noch zusätzlich ein Holz. Ach so, und dieses Holz ist zum Verbrennen gedacht. Ich muss jetzt ein Eisenerz bekommen, beziehungsweise ein Eisenbachen. Und hier, das steht schon so schön auf dem Block drauf. Ich kann es platzieren und zerstören. Ich glaube mal, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Und so, das Eisen ist auch fertig. Ein Feuerzeug. Was kann ich jetzt aber mit dem Feuerzeug anfangen, ist die Frage. Und ja, ich glaube, ich weiß es schon direkt. Natürlich, es muss natürlich einen Sinn haben. Und hier einfach mal das ganze Holz anzünden und dann ins nächste Level. Das ging jetzt auch noch nicht so schwer. Puzzle 5, push every button. Jeden Button pushen. Da kann ich aber nicht durchlaufen. Da oben ist auch nochmal was. Hier sind aber verschiedene Items. Und wir haben hier insgesamt 19 Sticks, 3 Fäden, 16 Federn, 16 Feuersteine. Und ich glaube mal, hier ist eine Crafting Bench auch. Ich weiß, was ich machen muss. Weiß jetzt auch noch, wie der Bogen gecraftet wird. Ich hoffe mal, ja, das war doch richtig. Dann auch noch ein paar Pfeile craften. Also insgesamt 32 Stück habe ich jetzt mal. Könnt noch mehr craften, reicht aber erstmal. Und dann jeden Button abschießen. Da steht es halt auch wirklich schon im Namen des Levels, was ich machen muss. Also das ist wirklich richtig easy. Und dann geht's hier durch. Ja, ins Puzzle 6. Slab Lab. Und was haben wir jetzt hier? Place a wooden slab on a dark prismarine to open the door. Also wir müssen einfach ein Half-Step da drauf platzieren, um die Tür zu öffnen. Und was haben wir hier? Ja, genau, 3 Planks. Okay, aber ich kann natürlich nicht hier einfach so, ja, einen Wooden Plank machen. Aber wie dann? Ich brauche eine Crafting Bench, ist die Sache. Jetzt komme ich aber nicht weiter, das ist etwas schwieriger. Da oben ist auch keine Crafting Bench. Und vielleicht muss ich mir, darf ich das Holz abbauen und eine craften? Ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, aber so hätte ich eigentlich jedenfalls eine Crafting Bench. Aber da oben geht es einfach nicht weiter. Jetzt hätte ich 4. Aber soll ich mal lieber den Hinweis benutzen? Ich muss auf das Dach schauen. Auf das Dach. Gut, aber nur schauen. Was hat es zu bedeuten? Ist vielleicht irgendwo eine Crafting Bench? In der Mitte ist eine versteckt. Wow, und unten sieht die natürlich nur aus wie ein ganz normales Eichenholzbrett. Okay, aber gut, dann schmeiße ich das eine mal wieder weg. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und hier einfach mal die Halbstufe machen, hier drauf platzieren und die Tür geht auf. Alles klar, gut, es war jetzt etwas schon, ja, ein bisschen schwieriger. Aber wir brauchen jetzt, da steht es auch schon, ein Signal, so was die Tür aufmacht. Was ist in der Kiste drin? Wir haben insgesamt 64 Farbe. Was hat es damit zu tun? Und 8 Tropenholzbretter. Und hier können wir das wieder resetten. Oben ist nichts. Im Inventar kann man vielleicht auch mal drauf achten, ob da was versteckt ist. Ist auch nichts versteckt. Und hier Redstone. Da muss aber irgendwas drauf platziert werden. Aber ich glaube mal so, what? Ein normales Holz? Glaube ich mal, war es nicht. Oder muss ich alles Holz da drauf platzieren? So kann ich natürlich mal machen. Aber ich denke mal, oder das auch erstmal anlassen. Ich glaube mal, das war aber nicht richtig. Okay, das ist anscheinend doch wieder ein bisschen schwieriger. Der Farbstoff.
Der muss doch auch irgendwas machen, ist die Sache. Aber ich habe keine Ahnung, was. Soll ich jetzt mal wieder auf den Tipp drücken? You need to craft something with exactly 8 blanks to give power to the comparator. Ich muss was craften, was wirklich 8 Holz benötigt. Aber was ist die Sache? Eine Kiste. Eine Kiste ist richtig, oder? Muss ich dann vielleicht hier das reinmachen? Ach so, oh, ich muss es sogar reinmachen. Das ist krass, nur durch den Farbstoff, deswegen ist er auch in der Kiste gewesen. Öffnet er diese Tür und dann kann ich ins 8. Level. Und den Villager, den habe ich schon gehört. Was kann ich jetzt hier machen? Ich kann eine Barriere craften. Okay, das denke ich mal nur so da. Eine Fackel, um einen Feuerstein zu craften und ein Stick. Brauche ich irgendwie wieder ein Feuerzeug oder so? Ich glaube mal schon. Und hier ein Knopf für einen Stick. Aber was muss ich jetzt genau machen? Ich habe eine Axt bekommen, ein Eisenerz und nochmal eine Axt. Und einen Hinweis, den benutze ich erstmal nicht. So, ich glaube mal, ich muss jedenfalls mal das Eisen braten. Das habe ich mit einer Axt gemacht. Und mit dieser Axt kann ich dann... Na gut, nee, ich brauche erstmal... Was brauche ich? 4 Fackeln, klar, okay. So, das Eisen habe ich jetzt schon mal. Wie mache ich mir aber 4 Fackeln? Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich weitermachen soll. Ich brauche natürlich Fackeln. Und dazu gehe ich einfach mal hier rein. So, mach wieder die Axt kaputt. Und ich hoffe mal, hier kommt dann jetzt gleich Kohle raus. Ach so, klar, ich kann noch einen Knopf machen. So, durch den Knopf bekomme ich Sticks. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie bekomme ich genau Sticks. Aber klar, jetzt habe ich einen. Und ja, hier bekomme ich zum Glück die Holzkohle raus. Hier ist eine Crafting Bench. Und durch diese kann ich jetzt wiederum, glaube ich mal, genau, so einen Flint handeln. Und jetzt kann ich mir endlich ein Feuerzeug craften. Ist eigentlich noch nicht mal so kompliziert. Und das zünde ich jetzt mal wieder an. Und dann kann ich direkt durchlaufen. Und ich brenne noch nicht mal. Ich sterbe dann noch nicht mal dabei. Aber ich bin jetzt im 9. Level. Land of the Lost Doors heißt dieses Level. Hint. Und wir haben... Wir müssen da nach oben. Diesen Trick kenne ich doch. Den habe ich schon echt oft in Custom Maps gesehen. So, ich denke mal, das ist richtig. Einfach hier hochklettern. Und ins 10. Level. Wir haben hier einen Indoor Pool. Was können wir hier machen? Ein Boot. Ein Tipp haben wir hier wieder natürlich. Okay. Und hier... Cobblestone can be destroyed with a pickaxe. Wir haben hier aber keine Pickaxe. Und ich weiß nicht, wir spielen in der Version 1.8. Ich kenne mich damit, also das ist echt schon eigentlich eine relativ alte Version mittlerweile. Kann ein Boot, das Boot bekommt genau, oder ja, wow, gibt einem genau wirklich die Sachen für eine Spitzhacke. Gut, das hätte ich gar nicht mehr gedacht, aber ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Man kann alles wieder resetten und ins nächste Level. Und hier gibt es jetzt Spooky Scary Skeletons. Okay, ist hier unten irgendwas? Da ist eine Kiste. Eichensetzling. Ach so, und ich weiß, glaube ich mal, ich muss jetzt einfach mal warten, bis der Baum wächst. Das geht irgendwie ziemlich lange. Ich habe hier noch in der Kiste ein Dierschwert und ein Tipp. Also, ich weiß, ich glaube mal, ich muss dann wirklich darüber springen. Aber was soll ich jetzt machen? What can you craft from bones? Ja, Knochenmehl, das weiß wirklich jeder. Und ich denke mal, ich wüsste auch, was ich da mache. Aber das Level heißt ja, dass hier Scary Skeletons kommen sollen, aber hier sind keine Skelette. Damit ich mir hier mal den Baum pflanzen kann und dann kann ich hier einfach rüberklettern. Das ist echt eine richtig gute Idee. Also alles wirklich ist aus Holz gemacht. Man muss wirklich nur genau überlegen, was man hier machen muss. Und hier ist eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Die hat aber eine Durability von 1. Also ich kann entweder... Ich baue jetzt einfach mal den rechten Block ab. Und den linken geht auch noch. Der geht auch noch. Ja, und die ist kaputt gegangen. Und was kann ich jetzt aber mit dem... Okay, mit dem Cobblestone machen. Da steht nichts dran. Da oben ist auch nichts. Im Inventar ist irgendwie auch nichts. Und vielleicht muss ich ja... Hier gibt es eine Tür. Ich brauche wieder einen Knopf. Und diesmal aus einer Spitzhacke kann ich keinen Knopf machen. Aber natürlich aus einem Steinknopf. Ich denke jetzt vielleicht immer, dass man einen Holzknopf braucht oder so. Aber klar, so die Spitzhacke ist jetzt noch nicht kaputt. Man braucht einen Steinknopf. Das hat ja natürlich auch was mit Holz zu tun wegen der Spitzhacke. Und dann kann ich da hoffentlich einfach so durchgehen. Und dann ins nächste Level. Im Level 13 jetzt recollected. Was haben wir hier? Da geht's runter. So, im Inventar nichts. Und wir brauchen wahrscheinlich wieder einen Knopf oder so, um hier durchzukommen. Und was ist da unten? Schaue ich jetzt erstmal nach. Wir haben hier einen Hebel. In der Kiste ist... Ja, wir müssen uns einfach nur einen Knopf machen. Wow, okay, das geht easy. Wieder hoch. Und den Knopf habe ich aber nicht mehr im Inventar. Und da ist jetzt auch nichts mehr. Ich glaube mal, ich muss das Level jetzt wieder resetten, dass ich hier runterkomme, oder? Ja, und das Tropenholzbrett hier im Inventar habe. Aber wie kann ich das da hochwerfen? Das geht nicht, aber da ist die Kiste noch. Und da kann ich das einfach in die Kiste machen. Ja, so, das hier rausnehmen, dann den Knopf machen und ins nächste Level. Das ging noch etwas einfacher. Was haben wir hier? Wir haben ein komplett leeres Level
Im Inventar habe ich auch nichts. Und hier bekomme ich jeweils... Ich bekomme ganz viele Sticks. Aber was kann ich jetzt aus den Sticks machen? Ich kann keinen ganzen Block machen. Nee, das geht daraus nicht. Aber ich habe natürlich noch eine Crafting Bench. Okay, ich gebe mir nochmal ein paar Sticks. 6 Stück habe ich jetzt schon. Oder muss ich die da drauf werfen auf die Druckplatte? Ich weiß nicht, was da... Komm, ich benutze jetzt mal den Tipp. Also, what can you craft with sticks to get to a higher place? Ich habe absolut keine Ahnung. Was kann man aus Sticks craften? Natürlich weiß ich's. Und zwar reicht es schon eine Leiter. Ja, das war das richtige Crafting-Rezept. Perfekt, dann hier hoch. Und mich würde interessieren, könnte ich jetzt das hier drauf werfen? Okay, das wird nicht gehen. Das wäre jetzt mein Plan. Ice Ring. So, was haben wir hier? Wir haben ein Stick, ein Birkenholzbrett wieder und Akazienholz. Und wir haben ganz viel Eis. Und da geht's auch runter. Da kann ich das einfach so abbauen. Das wird gehen, aber ich denke mal, das ist nicht die richtige Lösung. Aber was kann ich sonst noch so daraus machen? Ich habe wieder einen Ofen am Start. Hat der Ofen damit was zu tun? In der Truhe ist nichts mehr versteckt. Ich glaube mal, irgendwas muss ich daraus machen. Vielleicht wieder aus dem Akazienholz. Und Moment, jetzt muss ich überlegen. Genau, dann hier aus dem anderen Holz eine Kohle, Holzkohle. Und daraus wieder eine Fackel, dass das Eis schmelzen lässt. War das richtig? The only way to get past the ice is to melt it. Ja, ich muss es schmelzen lassen. Und das Eis wird auch schon geschmolzen. Und ich denke mal, da muss ich dann einfach eine Fackel platzieren. Da ist das erste schon geschmolzen. Jetzt gehe ich hier mal gleich runter. So, und ins nächste Level. Und hier geht's nicht weiter. Doch, es geht weiter. Explosive Bones. Was haben wir hier? Explodierende Knochen. Wir haben eine Kiste. Wieder mit einem Schwert. Ein Diamant. Und 8 Brettern. Was kann man damit machen? Wir haben wieder, oh nein, irgendwas mit Redstone. Wir müssen was da craften. Wieder eine Kiste oder so. Aber ich denke mal, das wäre zu einfach. Das Spawn, können da zwei... Was haben wir hier noch? Ein Hinweis. Wir haben zwei Knöpfe diesmal, die mir aber erstmal gar nichts geben. Aber ich werde abgeschossen. Da vorne ist ein Skelett und ein Creeper. Muss das Skelett vielleicht den Creeper abschießen? Ich glaube mal, das ist möglich. Aber was kann ich aus dem Creeper Besonderes machen? Der braucht eigentlich echt viele Bogen, jetzt bis er mal stirbt. Und der droppt jetzt natürlich ganz normal so Schwarzpulver, aber auch eine Disc. Aber... aktiviert das vielleicht. Deswegen habe ich auch einen Diamant. Ich weiß nicht mehr genau das Crafting-Rezept. Ich muss jetzt leider mal wieder den Tipp benutzen. What happens when a creeper is killed by a skeleton? Ja klar, der droppt Schwarzpulver, aber auch eine Disc. Und ich denke mal, das ist die richtige Lösung. Und der... halt was? Der schießt mich die ganze Zeit ab. So, ich werde den jetzt hoffentlich endlich mal killen. Und hier ist auch eine Crafting-Bench. Und da waren zwei Stück. Das hat man gar nicht gesehen. Und kann man die so craften mit einem Diamant? Das geht sogar, ein Plattenspieler. Dann muss ich den da platzieren. Hier die Schallplatte vielleicht reinmachen. Und was haben wir hier wieder? Ein Knopf. Da spawnt ein Zombie diesmal, der mich auch angreift. So, den kann ich mal killen. Und irgendwie muss ich da weiter. Da geht's okay lang. Und da ist aber natürlich auch noch ein Raum. Und hier spawnt ein ganz normaler Villager. Müssen sich die vielleicht angreifen? Klar, das kann ich mal. Der geht jetzt straight da rein. Ach so, Moment, vielleicht bringen die Zombies gar nichts. Vielleicht muss ich mit denen was handeln. Auch nicht. Mob griefing is turned on. What can be destroyed by a mob in this room? Was kann ein Monster, also ein Zombie, jetzt hier zerstören? Vielleicht die Tür. Nein, das... Ich wäre eigentlich... Man hätte so leicht draufkommen können. So, jetzt kriege ich gleich mal die Tür. Dankeschön. So, okay, aus der kann ich nichts craften. Einfach hier natürlich hochklettern. Durch den Bug hier. Und dann ins nächste Level. 18. Es gibt echt ziemlich viele Level. Muss ich jetzt wieder... Da geht's durch. Ich glaube mal, ich muss wieder ein Boot craften. So, hier ist die Crafting Bench. Das reicht genau aus. Und hier kann ich einfach durch. Wie ist so ein Minecart? Ist wirklich easy. Und ins nächste. Und ich habe hier wieder ein Brett. Und hier steht Destroy Clay and Sand with Shovel. Ich kann... Ach so, mit einer Schaufel. Und hier... brauche ich verschiedene Sachen, okay, um zu handeln. Und hier brauche ich einfach nur viel Sand, 4 Eisenbachen. Okay, ein Boot kann ich mir nicht mehr craften. Was kann ich jetzt aus 7 Eisenbachen craften? Soll ich wieder den Hinweis benutzen? Ich habe ihn eigentlich nicht oft benutzt. There's something that can be made with exactly 7 iron that will release a signal to the comparator. Klar, mit 7 Eisen muss ich mir was craften, aber was halt? Ich hätte jetzt gerne das Inventar, was mir so einen Tipp gibt in 1.12, aber was kann ich jetzt aus 7 Eisen craften? Geht es aus 7 Eisen? So craftet man, ja, einen Kessel. Das, nein, das geht. Oh mein Gott, ich will jetzt... Ich habe, glaube ich, das Level kaputt gemacht, oder? So war es eigentlich richtig. Und jetzt ist auch die Tür aufgegangen. Und jetzt bin ich im 20. Level. Und hier stehen ganz viele Schilder. Ich habe hier auch verschiedene Holzarten.
Und was muss ich jetzt machen? Oak, Birke. Okay, wir haben ganz viele. Hier steht es auch schon. Put the right planks on the correct dark prismarine to open the door and complete the puzzles. Ich muss hier das einfach nur drauf platzieren. Und ich denke mal, ich muss alles erstmal bearbeiten, oder? Ich habe es mir schon gedacht, ich habe alle platziert. In der Kiste ist auch nichts mehr. Da unten drunter ist was? Congratulations, you have found a secret level and have unlocked a bonus level. Ich habe ein Bonus Level unlocked. Okay, krass. Aber ich habe gedacht, dass ich hier jetzt den Holzblock bekomme. Aber auch nicht. Mir fehlt jetzt alles außer das ganz normale Holz. Hier ist Wasser, hier ist eine Crafting Bench. Habe ich irgendwas im Inventar? Auch nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Ich brauche, glaube ich, mal den Tipp. Ich kann irgendwas craften, das mir ganz normales Holz gibt. Und das Wasser ist ein Grund dafür. Das Wasser, ein Boot. Ich muss wieder ein Boot craften. Warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Das geht natürlich auch aus jedem Holz. Und das Boot. Gibt es mir normales Holz jetzt? Ich glaube mal, klar, das ist noch in 1.8 so. Und muss ich das jetzt ein paar Mal machen? Ich glaube mal, ich muss jetzt nochmal was... Ach so, nee, klar, ich brauche ein Holz. Ich brauche noch nicht mal mehr ein Boot. Und dann kann ich hier durch. Und congratulations, you have finished all of the puzzles. I really hope you enjoyed the map. Also das war echt eine richtig coole Map. Und there were 3 hidden levers in this map. Ich habe nur einen in dem letzten Level gefunden. Ihr könnt es natürlich gerne mal für euch ausprobieren. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken, wie Instagram, Snapchat und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.